der barmherzige Vater. Die Geschichte vom barmherzigen Vater, Teil 5. Alle tanzen, feiern und freuen sich mit ihm. Nur einer nicht. Dem älteren Sohn ist überhaupt nicht nach Feiern zumute. Wütend bleibt er draußen vor dem Haus stehen. Was hat sein Bruder hier noch zu suchen? Im Stich gelassen hat er alles. Und nun wird ein Fest für ihn gefeiert. Das ist doch ungerecht. Da kommt sein Vater zu ihm heraus. Habe ich nicht immer treu für dich gearbeitet? Beschwert sich sein Sohn. Für mich hast du nie so ein Fest veranstaltet. Aber für den da. Er deutet dorthin, wo sein Bruder tanzt und fröhlich ist. Für den da holst du die besten Speisen und Getränke hervor. Dabei hat er so viel falsch gemacht. Der Vater nickt und legt den Arm um die Schulter seines älteren Sohnes. Er kann seine Wut verstehen. Gerne möchte er ihn trösten. Ja, dein jüngerer Bruder war verloren. Aber nun ist er gefunden worden. Wir dachten schon, er sei tot, aber schau, er lebt. Ich lebe auch. Ich habe immer mit dir in unserem Haus gelebt und auf den Feldern gearbeitet. Das ist richtig, du bist immer bei mir und dir soll es an nichts fehlen. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das Haus, der Baum, die Felder. Und heute, da will ich meine Freude mit dir teilen. Entdeckt und aufgenommen in der katholischen Kirche von Kirchhofen.